So, ich würde gern, noch ein bisschen laut, mit einem Witz einsteigen, und zwar von einem älteren Ehepaar. Seit 50 Jahren verheiratet, sitzen da zusammen, sind zusammen im Wohnzimmer, sagt die Frau. Die Zeiten haben sich wirklich geändert, sagt sie. Früher hast du immer neben mir gesessen. Ja, daran erinnere ich mich noch. Und du hast mich umarmt, fährt sie fort. Und dann setzt er sich zu ihr, nimmt sie so in den Arm und sagt, na, wie ist das? Legt den Arm um seine Frau. Und weißt du auch noch, dass du mir immer im Nacken geknabbert hast und an mein Ohrläppchen? Da verlässt der Mann plötzlich den Raum, steht auf, geht raus. Wohin gehst du? Bin gleich wieder da, muss nur meine Zähne holen. Das ist gut, gell? Da gibt es manches zu knabbern, manches zu beißen. Heute geht es um Leben und Glauben im Alter. Wie ist das, wenn es schon lange her ist? Wie ist das Leben und zu glauben im Alter? Das soll das Thema heute sein. Jahreszeitlich gesprochen geht es heute um den Winter des Lebens. Und das mit dem Schnee fand ich jetzt eine gnädige Zugabe, dass es heute nochmal so zu sehen ist. Wir reden ja viel so vom Frühling, wenn die Kinder kommen, und auch bei uns in der Gemeinde ist viel los, frühlingsmäßig für die Kinder in unserer Gemeinde. Es geht um Erziehung und das hält uns auf Trab. Dann kommt der Sommer, so die Rush-Hour des Lebens, in der Lebensmitte, beruflich ist man voll gefordert, familiär voll gefordert. Vielleicht hat man auch noch einiges vor, man baut ein Haus oder so, man kauft was, man investiert. Es geht so richtig brummig hoch, es ist Sommer. Da kommt der Herbst, auch noch schön, irgendwie so goldener Herbst. Man kann Früchte ernten, es ist nochmal warm, man genießt vielleicht nochmal den Urlaub im Süden. Genau, schöne Themen. Aber reden wir auch mal über den Winter? Das sind ja eher unangenehmere Themen. Da heißt zum Beispiel, alt werden wollen wir alle, aber alt sein? Heute geht es um den Winter. Wenn das Leben kühler wird, wenn die Tage grauer werden, wenn auch mal Frost durch die Landschaft zieht, manches in Winterschlaf geht, auch manches abstirbt, nicht mehr da ist. Die einjährigen Blumen sind einfach dahin. Das ist eine Phase in meinem Leben, der Winter. Wie fühlt sich das an, wenn Kräfte schwinden, wenn es kühler wird, wenn vielleicht Freunde schon verstorben sind, wenn es ruhiger wird um einen herum? Man auf Hilfe angewiesen ist, es nicht mehr einfach so bergauf geht und auf sonnenlichtigen Höhen. Wie fühlt sich das an? Und da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Und habe lange überlegt, darf ich denn darüber predigen, weil ich habe keine Ahnung davon. Und Jochen König hat mir letzten Sonntag, also er hat hier gepredigt, aber ich habe es natürlich gehört im Internet, und er hat mir Mut gemacht durch das Thema. Er hatte ja das Thema, wenn der Glauben an die Grenzen kommt. Da ging es um Krisen und ganz viel positives Echo gehört auf deine Predigt. Also wer es noch nicht sehen oder hören konnte im Internet, könnte es nachverfolgen. Und da habe ich gemerkt, ja, wie wichtig ist es, über diese Dinge auch zu reden. Und Gottes Wort ist ja das, was wir predigen, nicht das, was wir schon kennen oder verstehen. Und ich möchte euch da deswegen heute Morgen damit hineinnehmen, wie das ist, im Winter zu glauben. Und dann ist mir nochmal eingefallen, es ist ja auch nicht nur eine Frage des Lebensalters. Es kann in allen Jahreszeiten solche Krisen geben, wie es Jochen letzten Sonntag beschrieben hat. Es kann zu jeder Jahreszeit Perioden geben, wo mal der Frost durchs Land zieht. Auch im Herbst kann es schon mal schneien. Auch in der Mitte des Lebens muss ich mich von Dingen verabschieden, die vielleicht wehtun. Da sind manche Träume, die sich nicht realisiert haben, wo ich langsam merke, das wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Also Winter ist nicht nur am Ende des Lebens, sondern kann in jeder Krise, kann mal diese winterliche Gefühl aufkommen und damit die Frage, Gott, wo bist du? Oder noch wichtiger, noch bohrender, vielleicht, Gott, liebst du mich noch? Bist du noch da? Siehst du mich noch? Liebst du mich noch? Ich habe euch ein Lied mitgebracht von Brian Dirksen, da werden wir gleich das Video dazu sehen. Gibt es leider nur auf Englisch, aber ich übersetze mal so ein paar Schlagworte. Das Lied heißt Will You Love Me? Will You Love Me Still in the Winter? Also wirst du mich immer noch lieben, wenn ich im Winter angekommen bin, wenn ich alt bin,
wenn ich nichts mehr kann, wenn ich mehr aus der Vergangenheit lebe als von der Zukunft. Wenn ich mein Bestes gegeben habe, wenn ich mich noch an den Frühling erinnere, aber jetzt meine Kräfte schwinden, mein Körper abbaut, ich nichts mehr habe, was ich dir geben kann, wirst du mich dann immer noch lieben im Winter? Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan und ich will heben und tragen und erretten. Ja, Gott wird uns, Gott liebt uns auch im Winter. Und da, wo wir selber nicht mehr tragen können, da trägt er uns. Das ist Gottes Botschaft in den Winter hinein. Ich hebe dich, ich halte dich, ich rette dich. So ist unser Gott. Viele von euch kennen vielleicht diese Verse aus Jesaja 46. Und ich möchte mit euch ein bisschen den Kontext anschauen. Was steckt da drin für den Winter? Wovon redet Jesaja hier? Und ich habe den Vers 4 gelesen. Und wir schauen jetzt mal von Beginn dieses Kapitels, Kapitel 1 und 2. Wovon spricht Jesaja hier? Und er beginnt mit babylonischen Götzen. Bel bricht zusammen und Nebo ist gefallen. Ihre Götzenbilder sind den Tieren und den Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war. Ja, sie können die Last nicht wegbringen. Die Götzen sind gefallen und alle zusammengebrochen und müssen in die Gefangenschaft gehen. Nun, da muss man jetzt erstmal ein bisschen nachschauen, was ist hier eigentlich gemeint, wovon redet Jesaja? Und gute Bibelkenner wissen, es geht hier um die Zeit, als das Volk Israel in Gefangenschaft ist in Babylon. Doch schon rückt die nächste Weltmacht heran, die Übermacht der Perser steht vor den Toren Babylons, vielleicht auch schon durch die Stadtmauer eingefallen und das babylonische Volk flieht. Dieses Bild steht uns hier vor Augen. Und wer flieht, nimmt das mit, was einem am wichtigsten ist. So wird hier beschrieben, wie wenn die Babylonier ihre Götter mitnehmen. Bel und Nebo. Das waren steinerne, meist sogar goldene Götterstatuen, groß und gewaltig von Gewicht. Das kann man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Das hat man Eseln aufgeladen, auf Karren gehievt und hat sich bemüht, das in Sicherheit zu bringen vor der Übermacht der Perser. Aber sie sind schwer, diese Götzen. Die Wagen brechen zusammen, sagt Jesaja. Die Tiere können das nicht tragen, sie geraten in Gefangenschaft. Und die Götter werden eingeschmolzen. Kriegsbeute. Ist auch interessant, Gottes Reden im Winter beginnt mit Götzen. Was meint das? Da geht es um Götter, die nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben. Vor allem nicht in der Krise im Winter. Lang hat es funktioniert, diesen Göttern zu opfern und das Volk Israel war ja lang da, über 50 Jahre in der Gefangenschaft, manche Generationen gingen dahin. Lang hat es funktioniert mit diesen Göttern, man hat an sie geglaubt, man hat ihnen geopfert, man hat sie angebetet, aber in der Krise helfen sie nicht. Da ist Nebu, der babylonische Hauptgott im Himmel, so der mächtigste, der wird jetzt weggetragen von Eseln. Und da ist Nebo, Gott der Weisheit und Wissenschaft. Und was haben die sich eingebildet auf ihre Wissenschaft, auf die Naturkunde, neueste Erkenntnisse? Trägt alles nicht, auch nicht im Winter. Da trägt es nicht. Es gibt also scheinbar Götter, die vielleicht Frühlings- oder Sommergötter sind, die damals was versprochen haben wie Erfolg oder Gesundheit, Leistung, eigenes Haus bauen, Wachstum, Sport machen, erfolgreich sein, Programme. Das waren Götter, die haben funktioniert im Frühling und im Sommer oder im Herbst auch noch ein bisschen. Aber im Winter liegen sie im Dreck. Das sind ja gute Dinge, die Gott schenkt. Für jede Jahreszeit gibt es auch besondere Geschenke des Himmels. Aber Götzendienst heißt, dass ich mich von diesen Dingen abhängig mache. Wenn ich das anbete, dass ich immer alles schaffe, alles kann, alles weiß, dann komme ich irgendwann in die Krise. Wenn ich mich darüber definiere, hält es im Winter nicht. Dann wird es im Winter sehr kalt.
Und wenn ich im Herbst und Winter diese Götzen immer noch mit mir rumschleppe, merke ich, ich werde nicht mehr schneller. Ich werde nicht mehr besser. Ich schaffe meinem Sport nicht noch eine bessere, höhere Kletterroute. Oder der Weihnachtsspeck geht auch nicht mehr so schnell weg. Oder ihr wisst schon, da schleichen sich Dinge ein, das funktioniert nicht mehr so wie früher. Und das fängt dann schon im Spätsommer an. Das funktioniert nicht mehr. Darüber definiere ich mich nicht mehr. Die Sommergötzen brechen also zusammen. Und wer sie noch tragen will, mit ihnen zusammen. Und wer nicht aufpasst, gerät in Gefangenschaft, weil diese Götter nicht mehr halten. Und das ist ja die Frage für den Winter, mit welchen Götzen, mit welchen Göttern gehe ich in diesen Winter hinein? Mit denen, die ich tragen muss, oder mit dem, der mich trägt? Und das macht den Unterschied aus, ob der Winter eine Jahreszeit wird, wo ich Angst kriege, wo ich frustriert bin, wo ich leide und klage, oder ob es eine Jahreszeit wird, wo ich in eine Freiheit komme, wo ich manche Last endlich mal loslassen kann. Das hat dann fast was mit Weisheit zu tun. Mit Loslassen von dem, was alles gar nicht mehr so wichtig ist. Und das führt mich in eine Freiheit rein und in eine Weisheit. Und das ist ja das Geschenk des Alters, davon frei zu werden von Dingen, die mich sonst immer so in Trab gehalten haben. Diese Freiheit und diese Schönheit des Winters, Dinge auch einfach sterben lassen zu können. Davon spricht Jesaja. Aber dafür muss ich mich auf den Weg machen und Dinge einfach auch liegen lassen, die mich nicht mehr tragen. Und was Neues entdecken. Mich wirklich auf den Weg machen, das geht nicht so von selber. Deswegen ruft Jesaja denen zu, lasst los, was nicht mehr trägt. Lass das los, trag das nicht weiter mit dir rum. Ich habe doch was viel Besseres für dich. Vers 3. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die noch übrig geblieben sind vom Hause Israel, die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid. Da ruft jetzt dieser Gott des Jesaja, hört mir zu. Als ob er wirklich sagt, hallo, hier, hört mal her, ich habe noch was anderes für euch. Ihr habt viel zurücklassen müssen, aber jetzt schaut mal auf mich. Ich trage das, was ihr habt tragen wollen. Und Gott ist da schon, hat da auch Humor, diese Worte, die da im Hebräischen stehen, ihr seid mir, ihr werdet von mir getragen und mir aufgeladen. Das sind die gleichen Worte, die vorher für Nebu und Belu, genau, benutzt wurden. Das, was die Babylonier sich selber aufgeladen haben, genau die gleichen Worte benutzt er, um zu sagen, guck mal, Gott hat euch schon längst aufgeladen. Was für ein Evangelium. Und genau das ist der Unterschied zwischen Götzen und dem wahren Gott. Götzen muss ich selber tragen. Und der wahre Gott trägt mich. Das ist der Unterschied zwischen Religion und wahrem Glauben. Religion ist, das muss ich schleppen, das muss ich tragen. Und das wird mir manchmal zur Last. Wenn ich einfach aus Gewohnheit halt irgendwie an diesem Gott festhalte, weil es halt gewohnt ist, meine Eltern waren auch schon gläubig. Ich versuche es aus eigener Kraft am Laufen zu halten. Es fühlt sich ja auch richtig an, es fühlt sich ja auch gut an sonntags. Und man schleppt so seinen Glauben mit sich rum, wie die Babylonier ihre Götzen. Aber das kostet auch Kraft, oder viel zu viel Kraft. Und das ist nicht der wahre Glaube. Wie schnell lade ich mir im Glauben selber was auf? Aber Gott sagt, hey, ich habe dich aufgeladen. Und das ist der wahre Glaube. Und das muss ich im Sommer lernen, sonst trägt es im Winter nicht. Das muss ich im Sommer anfangen zu lernen, dass ich gar nicht abhängig bin von dem, was ich schaffe und kann, mein Haus, mein Pferd, mein Pony, mein Swimmingpool, mein was weiß ich. Das muss ich lernen, sonst wird es im Winter kalt. Wie ich alt werde, entscheide ich heute. Mit Götzen im Gepäck oder in winterlicher Freude und getragen sein. So, wie geht das mit dem Getragenwerden? Womit vergleicht Jesaja dieses, dass wir getragen werden von ihm
Und er beginnt damit, dass er sie erinnert, wer sie sind. Aus dem Hause Jakobs, aus dem Hause Israels. Ja, ihr wart lang in Babylon, aber ihr seid aus dem Hause Israels. Ihr seid aus dem Hause Jakobs. Eure Identität steht bei mir fest. Und ihr seid aus dieser Geschlechterfolge von Generation zu Generation, da gehört ihr hinein. Und ich glaube, auch das ist was, was im Alter einem viel bewusster wird. Man ist Teil einer viel größeren Bewegung. Und da kommt die nächste Generation und die übernächste. Vielleicht hat man auch schon die Urenkel, die man auf Händen tragen kann. Merkt, wie ich gehöre zu dem Hause Jakob, zu dem Hause Israel. Daran erinnere dich. Ein wichtiger Schritt im Winter. Und dann erinnere dich, wie es war, als du von deiner Mutter getragen wurdest. Vielleicht ist es lang her und man kann sich's kaum vorstellen. Vielleicht waren die Zeiten auch nicht so einfach, nicht so bewahrt und beschützt wie heute. Aber das Bild, was Jesaja hier erstmal uns vor Augen malt, ist, das ist wie eine Mutter, die ihr Kind trägt, die sogar noch schwanger ist, im Mutterschoß. Die, genau da hinten sind die Kinder im Aquarium, das ist Kuscheln bei Mama, auf den Arm genommen werden, sich dort anschmiegen, eng umschlossen am Herz der Mutter. Das ist ja das, was Kinder lieben, wo Kinder immer wieder hinwollen, wenn sie dann vor mir stehen und so hoch, 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 irgendwie das wichtigste Wort, hoch, dann will man nicht nur einen besseren Überblick haben, sondern man möchte wieder dahin, weil man dieses Gefühl kennt, getragen zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck, heute schieben die Mütter ihre Kinder eher, seit Erfindung des Kinderwagens. Aber es gibt auch diese tollen Tücher noch, die man so, ich weiß nicht, wie man das wickelt, aber da fühlen die sich total wohl. Und das Bild malt Jesaja uns hier vor Augen, egal wie alt du bist. Die Hanna, unsere Große, die möchte auch immer noch hoch. So, und das wird dann manchmal schon ein bisschen schwer. Da kommt sie mit Anlauf irgendwie, damit so ein bisschen, noch geht es so grad. Also vielleicht könnt ihr ja eure Enkel lieber auf den Schoß nehmen. Das ist stabiler für den Rücken. Aber nehmt euch in den Arm. Das ist das Vertraute, der vertraute Platz. Und dieses Bild nutzt Gott, um zu zeigen, da habe ich euch, da trage ich euch. So, aber wie ist das? Ein Kind, irgendwann können wir halt nicht mehr hochspringen, dann werden wir zu schwer. Und dann lernen wir vermeintlich selber zu tragen und gehen durchs Leben, nehmen unser Leben in die Hand und es ist Frühling und es ist Sommer und wir tragen so manches durchs Leben, auch manche Last und manchen Götzen. Aber dann wird es wieder ruhiger im Alter und man merkt, was man gar nicht mehr tragen kann. Und das kann ja auch eine Verunsicherung sein. Wie in diesem Lied, bin ich dann noch liebenswert? Ich soll jetzt in Ruhestand, aber ich will gar nicht. Ich kann doch noch was, ich möchte doch noch was, ich schaffe doch noch was. Jetzt werde ich auf die Ruhe geschoben. Ist ja auch eine Verunsicherung. Bin ich es noch wert? Schaffe ich noch was? Kann ich noch was? Und da sagt Jesaja, erinnert euch, wer ihr seid und tragt es nicht mit euch rum. Ich trage euch, nochmal Vers 4, auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Und das ist mir ja nicht erst mit 70 so, es fängt ja schon ein bisschen früher an. Ich habe es getan. Ich will heben und tragen und erretten. Ich habe euch die Elberfelder Übersetzung nochmal mitgebracht, da kommt nochmal deutlicher zum Ausdruck, was Gott hier sagt. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich, ist kein Druckfehler, sondern dass die Worte, die hier benutzt werden im Hebräischen, die verdoppeln, verdreifachen das und wie unterstrichen, fett, kursiv, Ausrufezeichen. Ich habe es getan. Und ich selbst werde heben. Und ich selbst werde tragen und werde retten. Ich bin es. Wie wenn Gott sagt, schau mal weg auf das, was du nicht mehr tragen kannst und schau auf mich. Schau weg von den Schmerzen oder den schlaflosen Nächten. Schau nicht mehr auf das, was nicht mehr geht. Schau nicht auf deine Angst,
sondern schau auf mich, sagt Gott. Und da werden diese drei Dinge genannt: Ich werde dich heben, ich werde dir Halt geben. Das ist so wie die erste Stufe, so wenn der Schritt unsicher wird, wenn man einen Krückstock braucht oder das Geländer an der Treppe. Ich werde dich heben, ich hake dich ein bei mir. Ich heb dich, ich halte dich. Und dann das Zweite, ich werde dich tragen. Das ist schon ein Schritt weiter, mehr Stabilität. Ich werde dir helfen, aus dem Bett zu kommen morgens. Ich trage dich, ich richte dich auf. Vielleicht muss dann schon mal ab und zu ein Rollstuhl sein. Ich trage dich, ich gebe dir was, was unter dir ist. Und die dritte Perspektive geht über diesen Tod hinaus. Ich rette dich. Ich erlöse dich. Diese Perspektive, auf Gottes Händen geborgen zu sein, auch über die Schwelle des Todes. Ich rette dich. Ich bin dir treu alle Zeit, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende deines Lebens und darüber hinaus. Als ich das gelesen habe, musste ich an den Begriff der Ehre denken. Da werden Senioren, da werdet ihr von Gott getragen. Und wer getragen wird, der ist geehrt. Den lässt man nicht sitzen oder gar liegen, sondern den trägt man auf Händen. Ist mir eingefallen, dieser Begriff der Ehre. Und auch wir dürfen euch auf Händen tragen. Und wo es uns noch nicht so gut gelingt, da vergebt uns. Ihr seid Getragene, Gehaltene Gottes. Und das gibt mir eine Sicht auch auf meine Eltern, auf meine Großeltern, wer noch Großeltern hat. Das gibt mir eine Sicht auf alte Menschen um mich herum, für die ich selber vielleicht da bin, durch einen Beruf, aber auch in der Familie. Und manch einer von euch pflegt ja auch seine Eltern. Und da finde ich diese Perspektive wichtig. Das sind Menschen, die von Gott getragen werden. Das sind nicht Pflegefälle, was für ein furchtbares Wort, sondern das sind Getragene Gottes. Weil irgendwann dreht sich das ja. Da tragen nicht mehr die Eltern die Kinder, sondern dann die Kinder die Eltern. Und dann zu wissen, ich trage das nicht allein, sondern Gott trägt das mit. Menschen zu pflegen, ist im wahrsten Sinne Gottesdienst, weil Gott darin dient, weil er das tut und ich diene mit. Gottesdienst. So, Glaube im Winter. Ein paar Gedanken zu diesem Text aus Jesaja. Und da gibt es diese zwei verschiedenen Menschen, die, die schwer schleppen, die tragen, die ihre alten Götzen noch mit sich rumschleppen. Und dann gibt es noch die, die das loslassen können und gespürt und getragen und gehalten sind von Gott, in Gottes Arme kommen und wissen, hier bin ich geborgen an Gottes Herzschlag. Amen.